Es geht weiter mit Let's Play Sterben. Ich meine Castlevania Area of Sorrow und... Na gut, wir sind ein paar Mal gestorben beim letzten Mal. Welche Überraschung. Aber wir sind jetzt hier gerade im unterirdischen Waschbecken und müssen uns hier ein bisschen zurechtfinden. Stirb bitte, danke. Und jetzt müssen wir uns noch mal an einigen Gegnern hier vorbeischlagen. Hier haben wir einmal den Golem, der mir mal eben hier 1000 Millionen KP Schaden gemacht hat, gefühlt. Oh Gott! Ah! Obwohl, ich kann ja doch wieder meine mein Riesenskelett nehmen. Ach, Riesengespenst. Problematisch ist jetzt auch noch, jetzt habe ich mal wieder gefühlte Millionen Jahre nicht aufgenommen. Und es fühlt sich echt so an. Denn das war mal wieder alles auf Vorrat, was die letzten Male so kam. So, nice. Gut. Ich glaube, ich lasse doch das Riesengespenst erstmal. Ach, der Beyblader. Stirb. Ach, diese dumme Disk, ne? Diese dumme Scheibe. Das ist ja bei mir immer wieder das Problem. Oh, nee, nee. Diesmal falle ich darauf nicht rein. Okay. Ich habe zwar lange nicht aufgenommen, aber wir kommen gut voran. Einigermaßen. Oh, bin ich nicht bei denen letztens gestorben? Waren das nicht die? Oh Gott. Okay, gut, Level up. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr genau daran erinnern, wo wir beim letzten Mal gestorben sind. Einfach weil es schon wieder, weiß nicht, 1,5 Wochen her ist. 2 Wochen oder so. Ich bin auch hier, glaube ich, nach rechts gegangen. Genau, links sagte ich ja, wollte ich ja noch nicht. Erinnere ich mich noch so schwach. Weil, naja, jetzt war ich ja noch kurzzeitig weg. Jetzt habe ich dann erstmal... Ach nee, bei dem bin ich ja gestorben. Stimmt. Schnell zurück. Schnell zurück. Ah, das macht einen ganzen Raumschaden. Okay, dann schnell weg. Schnell weg. Spast. Oh, und ich glaube, wir kommen gleich irgendwo hin, wo ich eigentlich eine Seele brauche, die ich noch nicht habe. Wenn das jetzt schon kommt. Na gut, wenn nicht, hoffe ich, dass wir die noch bekommen hier in der Nähe. Wenn nicht, muss ich nochmal ein bisschen backtracken. Und was ist das für ein Geisteskranker? Was ist das für ein Geisteskranker? Nee, ich lasse halt, glaube ich, nicht zurücklenken. Auch noch Stein. Warum sind die Medusenköpfe? Was fällt denn ein? Das ist der Erzdämon und... Ich habe keine Heil-Items. Warum habe ich keine Heil-Items? Warum? Bin ich gestört? Und, oh Gott, ja, und der schießt mit Sonnen rum. Warum nicht, okay. Ich glaube, die... ja, komm. Wir gehen jetzt einfach durch. Ich hoffe, dass jetzt hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Das Erkunden machen wir dann danach. Ach, und nein, nicht du schon wieder. Der Verrückte. Ich sag, hier sind alle verrückt. Das ist kein Schloss, das ist eine Irrenanstalt, wo Mutanten hinkommen. Aber die sind... Aber es sind jetzt so diese... Hier kommen die ganzen X-Men hin, die aber mehr so in die asoziale Richtung gehen. Und weil halt der Dr. Xavier die nicht bei sich haben will, werden die alle in dieses Schloss hier verfrachtet. Und dann kann Dracula sich damit rumärgern. Nur Dracula scheint auch schon keinen Bock mehr auf diese ganzen Gegner zu haben, weil die einfach so scheiße viel Schaden machen. Deswegen ist er ja scheinbar doch nicht in dem Schloss und sucht sich lieber einen Erben, der sich damit rumärgern kann. Diese ganzen Viecher im Griff zu haben. So muss es sein. Und deswegen hat er sich lieber zurückgezogen, hat sich bei seiner Wiedergeburt lieber einen jüngeren Körper gesucht und glitzert jetzt. Und so ist das alles abgelaufen. Das ist die offizielle Castlevania-Timeline. Es gibt ja auch eine Castlevania-Timeline, aber die ist ziemlich deutlich dargestellt, weil einfach immer, so ziemlich zu Beginn jedes Castlevanias ja immer die ganzen Jahreszahlen genannt werden, wann das spielt. Und da kann man sich eben eine Timeline draus bilden. Vor allem, weil ja oft auch Referenzen gemacht werden. So, zurück. Ich dachte zurück, das dauert zu lange. Ja, komm, spuck nochmal deine Kugeln da, deine Melonenkerne oder was das auch ist. Nice. Ich würde sagen, wir gehen doch nicht unten rechts entlang. Wir gehen einen anderen Weg. So, nice. Da waren wir ja auch schon. Ich weiß, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon zum dritten Mal gesehen oder so, aber es geht halt nicht anders. Das Spiel ist zu hart. Deswegen war schon fast berechtigt in Sterben umbenannt. Oh, ja. Wie soll man euch denn da bitte schön sehen? Vor allem, was machen die Wassergeister hier? Die können nichts. Und trotzdem machen die mir ständig Schaden.
weil ich noch weniger kann. Und genau, dann gehen wir hier zum Albtraum. Hallo Albtraum. Tschüss Albtraum. Und ja, natürlich hat er mir noch Schaden gemacht. Und ich muss dringend einen Teleporter finden, damit wir nochmal zurückkehren können, um Tränke zu holen. Und, ach, ist auch noch hier Albtraum mit... Nee, gerade war das ohne so einen Ritter, oder? Ich stelle mich jetzt mal hier hin, weil ich glaube, hier bin ich safe. Ja, von wegen. Okay, aber hier. Okay, gut. Da wäre ich safe gewesen. Ist da noch so einer? Nee. Die gab es auch in Order of Ecclesia und... Oh, da war bestimmt jetzt ein Geheimgang. Ah, ich glaube, hier ist auch bald ein Speicherpunkt. Ich meine sogar, hier geht auch Blott weiter. Und was seid ihr für welche Antikagnassos? Antifluchtank. Dann haben wir den Ukobak. Der kann ziemlich nervig sein, weil er einfach den ganzen Raum mit solchen Flammen voll swammen kann. Okay, ihr seid echt keine Gegner mehr. Und Teleporter? Nee. Riesenwurm? Ist hier noch was? Was? Warum ist da nichts? Was zur Hölle? Nee, ist gar nichts. Und der Cagnasso hat eine Sprachausgabe. Sind die auch noch verflucht? Nein. Achso, ich sterbe schon wieder fast. Oh, ich sterbe beim nächsten Treffer. Yay. Okay, gut, weg mit der Flamme. Ich meine da oben... Hau ab. Hau. Ich glaube, da wäre ein Speicherpunkt gewesen. Spaß. Ach, 6 Minuten aufgenommen, noch nichts geschafft. Ach Gott, ach Gott. Hier in der Nähe ist auch kein Teleporter. Nee. Aber komm, wir haben jetzt ja mehr Erfahrung. Vielleicht sollte ich mir auch echt mal eine andere Waffe kaufen oder so. Es muss ja, es gibt so bestimmt mal langsam auch was Besseres. Oh, dieses komische fliegende Ding, das immer am Anfang hier erscheint im Raum, das können wir noch nicht benutzen. Skula brauchen wir eigentlich noch, obwohl ich werde mal mit Kopfjäger hier mal ein bisschen durchrennen. Ach ja, genau, und eine Sache zu, zum Golem, hier der Holzgolem. Das habe ich ja mal geschrieben bekommen und habe es auch selbst nochmal gelesen. Das ist ein dummer Übersetzungsfehler. Die MP-Wiederherstellungsrate wird damit erhöht. Das war schon richtig, was ich gesehen habe, dass die MP so schnell erhöht wurden. Das ist einfach ein dummer Übersetzungsfehler oder Tippfehler. Hab aber den einen Buchstaben mir falsch geschrieben und Moment mal. Das M ist ziemlich weit vom T entfernt, also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Ja, okay, du mach dann nochmal deine Hand und... Ja, ich stotter schon wieder fast. Das Schlimme war auch, als ich jetzt die Aufnahme starten wollte und halt wieder mein Spiel hier geöffnet habe. Ich hatte ja schon erstmal Herzrasen gehabt, dass auch dieser Spielstand mal wieder gelöscht ist und ich mal wieder hier die letzten 10 Parts wieder nachspielen darf. Ist zum Glück nicht passiert, weil das war jetzt in Mega Man Star Force auch der Fall gewesen und war ja schon mal hier auch der Fall. Dass mein Save-File gelöscht wurde, weil ich hatte jetzt wieder so ein dummes Virus gehabt. Das habe ich, die Story habe ich an Mega Man Star Force mal kurz erzählt. Da hatte ich irgendwie so ein Virus gehabt, wie so komische Malware. Auf meinem Browser ging halt kaum noch und halt überall ploppte Werbung auf und Internet war richtig langsam und so. Habe ich halt noch entfernt bekommen. Da war Antivir tatsächlich mal nützlich. Und das hat der Defender mal nicht bemerkt. Seitdem habe ich jetzt wieder Antivir hier drauf. Na, komm, stirb. Ich glaube, das mit Kopfjäger ist doch eine ganz gute Idee. Weil dieser Zusatzschaden, der macht sich schon hier bemerkbar. Nice. Wieder bei dem das Level abgeschnorrt. Stirb. Na, okay, jetzt kommen wir hier noch nicht runter, aber da müssen wir auch nicht hin. Und wir gehen jetzt einfach wieder links entlang. Gut, hier sind wir safe. Nice. Und hier wieder ein paar Arsch... So ein bisschen Arschversohlen. Machen wir echt gerade bei dem Pferd. Der Riesenwurm. Und noch eine Une. Wir haben auch schon lange keine Seelen mehr bekommen. Fällt mir mal so auf. Ja, das habe ich kommen sehen. So, jetzt kommen wir nochmal her. Kriegst du wieder den Arsch versohlt. Oder auch nicht. Aber jetzt. Ne, jetzt kriege ich den versohlt. So, nice. Perfekt. Ach man, das habe ich zu spät. Wieder smashen. So. Ach, smashen. Ich sag mal smashen. Kommt irgendwie von Super Smash Bros. Da muss man auch mal in die Tasten hämmern. Wahrscheinlich kommt es davon. Jetzt gucke ich mal, ob hier geheime Wege sind. Aber selbst wenn hier welche wären, würde ich da nicht wirklich hinkommen. Ziemlich blöd. Jetzt versuche ich nochmal da hochzukommen. Oder was war denn hier unten nochmal? Ah, obwohl. Kommen wir auch mal entlang. Hier gibt es nämlich Mana Prisma. Genau.
Da hinten haben wir ein Fossil. Okay. Also T-Rex gab es auch schon bei Dracula. Was hat der alles für Tiere? Also man merkt so richtig, dass Dracula voll einsam ist. So viele Haustiere, wie er braucht. Na gut, jetzt hat er seine Bella, aber sonst... Ich habe ja immer noch meine Vermutung, dass Twilight irgendwie in der Castlevania-Timeline mit drin ist. Vielleicht haben die Entwickler auch gemerkt, dass halt Dracula nicht mehr als ernstzunehmender Bösewicht gilt. Haben die deswegen zu Comic Relief gemacht oder so. Keine Ahnung. So, ja, ist mir scheißegal. Ja, und da war der Speicherpunkt. Da war der. Boah. So eine Scheiße. Was wir jetzt dadurch nochmal nachspielen durften. Alter. So eine Verarsche. Also gut, wir müssen jetzt hier ganz strategisch vorgehen. Und ich dachte, der Uhrenturm wäre schon das Schlimmste im Spiel. Obwohl, es kommt noch was, das ist noch schlimmer. Allgemein, ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, ist schlimmer. Vor allem ist das wirklich so weitläufig und halt immer weniger Gebiete und... Okay. Gucken wir uns das hier mal an. Ich habe jetzt was anderes erwartet. Ich dachte jetzt einen Teleporter vielleicht. Wäre ganz nett gewesen. Oh, Con wird um 16 erhöht. Ist das nicht Magieresistenz oder so? Ach, und jetzt können die auch noch parieren, die Assis. Können die jetzt auch noch? Gibt es irgendwas, was ihr nicht könnt? Und jetzt muss ich meinen Kopfjäger leider wieder aufgeben. Einfach, um mir voranzukommen. Und hier haben wir den Triton. Nur, der macht hier ein bisschen Schlimmeres, als einfach nur seiner Tochter ständig Hausarrest zu geben oder irgendwelche Verbote. Ja, so kennt man den, ja. Denn hier ist er einfach mal so richtig badass und killt einfach mal alles und jeden. Machen wir aber auch. Fischkopf. Ey, du Fischkopf, ey, voll die geile Beleidigung hier. Ja, tschüss. Komm, schnell sterben, bevor du noch was machst. Gut. Sehr gut, so mag ich dich. Ja, komm. Ja, aber es läuft ganz gut. Gegen Triton. Ach nein! Was mache ich da? Also in meinem alten Let's Play war ich, obwohl ich immer nur so 15 Minuten aufgenommen habe, war ich aus irgendwelchen Gründen deutlich weiter. Ich glaube, das Let's Play wird allgemein länger als mein älteres, obwohl, auch wenn ich die Parts länger machen kann als früher. Na gut, jetzt mache ich die auch nur 20 Minuten, damals waren die halt 15 Minuten. Obwohl, na gut, einzelne habe ich auch mal länger gemacht, weil da hatte ich dann, ich glaube, da hatte ich einmal Part 3.1 gehabt, weil das irgendwie, weil da hatte ich einmal vergessen, dass 15 Minuten und 30 Sekunden schon rum waren und da hatte ich halt keine Verabschiedung drin. Dann habe ich gesagt, so, ja komm, machst jetzt einen großen Part und lädst das halt in zwei Teile hoch. Dann hat man sowas wie 3.1 und 3.2 und das hatte ich, glaube ich, öfter mal gehabt. Ja komm, du musst dich auch mal... Du kannst dich nicht nur hinter dein Schild verstecken. Ja, okay, macht er auch nicht. Jetzt hat er mir trotzdem eine rein. So, gut. Was? Och, ey, das kann der auch. Mann. Oh Gott. Wir werden noch viel Zeit hier miteinander verbringen. Ja, guck, macht er wieder deinen tollen Dreizack-Krieg. Du stirbst jetzt erstmal. Nice. Ich brauche unbedingt mal neue Seelen, habe ich das Gefühl. Weil die Axt bringt es auch nicht mehr so. Ich mache jetzt dann doch, dann gehe ich mal den linken Weg. Weil das sind alles Erkunden und sowas können wir auch alles später noch machen, wenn wir da ein höheres Level haben. Ich möchte jetzt wirklich... Oh, Onikiri, was ist das denn? Die Legende besagt, damit sei ein Seemon getötet worden. Naja, da habe ich Besseres. Dann nehme ich doch lieber die Kaiserfaust, einfach weil es so scheiße viel Schaden reinhaut. Dann gehen wir mal hier entlang und... Oh, ich habe jetzt mit das anderem gerechnet, aber na gut. Ich habe jetzt mit Plot gerechnet, aber dann kommt er vielleicht doch erst. Ach Gott, oh, geht das schnell. Ach, hier waren wir doch, jetzt haben wir ein kleines Bindestück. Das trifft sich aber ganz gut, denn... Ja, jetzt sind wir das erste Mal da runtergegangen. Und wir bekommen nochmal den Stachel. Oh, Stachel. Genau, zumindest bin ich hier und... Das heißt, der Hämmer ist direkt in der Nähe. Dann können wir uns endlich mal Tränke holen und besseres Equipment. Vielleicht hole ich doch mal so eine Silberrüstung oder was er hat.
So, tschüss, Killerfisch. Die Killerfische droppen mir, glaube ich, auch das gute Fleisch. Deswegen lohnt es sich immer, gegen die zu kämpfen. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen was farmen. Ist ja auch billiger, als Tränke zu kaufen. Und Tränke bringt es auch nicht so. Die starken Tränke schon eher, aber die sind halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis extrem teuer. Mir wurde auch noch gesagt, ich soll am Uhrenturm auch noch an einer Stelle gehen, weil ich da wohl eine bröckelige Wand übersehen habe. Würde ich jetzt auch gerne machen, aber Problem ist, da ist ja kein Teleporter. Ich glaube, ich muss das doch ein bisschen aufschieben, weil später haben wir eine bessere Verbindung dahin und dann werde ich mir das holen. Aber ich habe wenigstens coole Musik und nicht diese düstere, angespannte Musik unter Wasser, diese typische, du wirst jeden Moment sterben Musik. So klingt das für mich. Wieder da? Übrigens, den kennst du, Arikado? Schon, irgendwie. Komischer Kauz. Auch ein Freund von dir? Hast ja anscheinend nur Freunde. Ist mir auch nicht sonderlich sympathisch, sowas. Also, was darf's sein? Schlosskarte brauchen wir nicht. Was hat er denn so Schönes? Hat er schon diese geile Waffe? Ascalon. Die will ich gerne haben. Unbedingt. Obwohl, brauche ich die wirklich, weil wir bekommen halt eine Waffe, die noch viel, viel stärker ist. Goldharnisch wäre noch geiler. So viel Verteidigung, die wir dazu bekommen. Ich würde sagen, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Ach ja, und bevor ich noch irgendeinen Deal mache. Stimmt. Wie konnte ich das nur vergessen? Die Seele natürlich. Ich finde die Musik schon irgendwie geil. Die hat was. Wir können jetzt erstmal natürlich Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Kampfmesser, weiß nicht. Das meiste brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Gram, okay, das haben wir ja damals gekauft. Ist schon ziemlich teuer, Burtgang auch. Bringt schon viel Geld ein, aber na, ich gucke erstmal, was haben wir denn. Das haben wir zweimal, weil der Hammer kriegt jetzt einen Hammer. Also grundsätzlich verkaufe ich, was wir zweimal haben, immer sofort. Haben wir da noch mehr? Hatte ich nicht noch so 1000 Millionen Stoffgewänder gehabt? Jetzt noch nicht mal übertrieben. Okay, außer sowas natürlich, das behalten wir natürlich. Okay, ich werde ja auch nicht wirklich alt von. Ich könnte den Burtgang verkaufen und mir Ascalon davon holen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, doch. Oder soll ich mir die Rüstung holen? Schwer zu sagen. Ascalon ist eine der besten Waffen des Spiels sogar. Vielleicht sogar die stärkste. Es gibt noch eine andere, aber an die kommen wir noch nicht so schnell dran. Ganz ehrlich, ich kaufe mir die. Ohne Scheiß. Die ist so geil, die Waffe. Und ich muss einfach was Starkes haben. Das ist nämlich noch besser als die Kaiserfaust. Und es ist schon episch, diese Waffe. Guckt euch das an. Ist jetzt nur so, vielleicht so ein Schwerthieb. Aber der macht mega viel Schaden. Und wir haben wieder so einen kleinen Flächenangriff damit. 149 Schaden. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Ja, doch, so machen wir das. Habe jetzt eben sehr viel Geld dadurch verloren. Aber, na gut. Wenn ich es auch nicht schlimm, dann farme ich halt was. Da habe ich schon meine Mittel. Denn es gibt später eine Stelle, da kann man das ziemlich gut machen. Denn, ja okay, da brauche ich noch eine gewisse Seele und eine gewisse Ausrüstung. Aber die kann man sich dann auch wiederum holen oder kaufen. Also ich habe da schon meine Mittel. Die werde ich dann bestimmt auch on-screen mal zeigen. Ich habe auch mal überlegt, ob man das vielleicht auch einfach im Stream macht, dass ich einfach mal, weiß nicht, mal zwei Stunden mal stream oder so und dass wir dann im Stream dann einfach mal die ganzen Seelen farmen und dann kann ich das einfach auf YouTube als Extra-Part dann hochladen. Weil dann würde ich halt alles on-cam machen und weil ein Stream ist ja eher alles mal ein bisschen spontaner, kann ich halt alles trotzdem zeigen, ohne dass ich jetzt groß schneiden muss oder halt was speeden muss oder so. Man kann halt nebenbei noch über das Spiel reden. Und das, denke ich, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann können wir gleich mal Ascalon hier ausprobieren. Denn ich gehe jetzt erstmal hier zu dem Menschenfresser. Ja, hier 114 Schaden. Wir haben damit auch ein bisschen mehr Reichweite. Vor allem, dann können wir jetzt sowas machen. Warum kann ich die Köpfe jetzt nicht treffen? Wir können damit halt alle auf einmal treffen. Ist schon geil. Vor allem früher habe ich die Waffe immer benutzt, weil ich wusste gar nicht, dass es noch stärkere Waffe gab. Weil für mich war das mal die stärkste Waffe des Spiels. Hier bekommen wir jetzt auch noch genau das die Rahabs Klinge. Die haben wir auch schon mal gesehen.
Ich würde sagen, ich mache sogar ein klein bisschen länger diesmal, einfach weil der Anfang so unproduktiv war. Problem ist nur, ich habe jetzt mal natürlich keine Heil-Items gekauft. Hätte ich jetzt auch mal dran denken können. Aber wir werden schon was finden und ich werde schon irgendwie zurechtkommen. Ja, komm, das ist auch ganz gut. Hier ist die Axt ziemlich nützlich. Ja, komm. Na, oder für Tetia gab es ihn ja auch als Boss, obwohl er da auch nicht wirklich viel mehr konnte. Und hier ist das einfach ein ganz normaler Gegner. Interessant ist nur, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, im Boss Rush, da trifft man den. Ziemlich komisch. Gut ist jetzt auch, da unten ist da direkt ein Speicherpunkt. Und ich mache mir jetzt erstmal direkt hier fertig. Oh ja! So, du Spast, stirb. Okay, gut. Dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns dann da oben rechts erstmal um. Dann schaffen wir dann doch noch vielleicht alles hier zu erkunden. Dann müssen wir uns halt so ein bisschen vorantasten, einfach weil es hier ein bisschen schwieriger ist. Und das meine ich. Jetzt können wir den mit zwei Schlägen locker killen. Und das wird auch vor allem für Bosskämpfe und so jetzt auch sehr nützlich sein. Ich frage mich, ob sein Dreizack uns überhaupt verletzen kann. Denn wie gesagt, beim Tod kann das passieren. Man besiegt den und dann kommt der Dreizack und das macht er noch fertig. Ich kann nur schon mal in Sachen Bosse sagen. Ich glaube, viel Schlimmeres als der Tod werden uns da nicht mehr erwarten. Außer der Endboss vielleicht. Obwohl, aber da habe ich auch mal eine Taktik, wie wir ihn besiegen können. Da habe ich es mir damals im Let's Play ziemlich einfach gemacht. Nice. Kann ich den da durchkillen? Nee, schade. Okay, gerade wurden wir hier gekillt, aber diesmal kommen wir deutlich besser voran. Auch gegen Triton können wir jetzt hier viel mehr ausrichten. Mit 88 Schaden. Okay, jetzt hier muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein. Okay, aber es geht. Nice, schieß mit Feuerbällen. Gut. Level up. Okay. Oh, ich habe noch nicht mal Schaden bekommen. Will ich mal ausprobieren. Hey, du Fischkopf, ey. Ach, das hatte ich doch schon mal gehabt, oder? Ich glaube, ich nehme sogar auch mal Kiyoma-Dämon mal wieder, weil das hätte mir schon öfter mal helfen können, wo ich einfach mal nicht dran gedacht habe, das einzusetzen. Okay, Skula brauche ich ja noch. Was ist da unten links eigentlich? Da ist doch was. Da ist doch was im Gange. Oh, das hätte ich doch gerade so dringend gebraucht. Das hätte ich gerade irgendwie voll pervers angehört. Oh, Leviathan. Kann ich echt empfehlen, das Video. Das ist so eine Harry Potter Parodie und naja, ich sag nur Leviathan. Oh, stop. Ist schon geil gemacht. Okay, dann kann ich jetzt mit Undine nach oben und dem ein Skelettviech da einen reinhauen. So. Ey. Genau, du. Was auch immer. Ach so, stimmt. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ich habe zwar L gedrückt, aber irgendwie hat das Gamepad gerade nicht reagiert. Keine Ahnung, was das soll. Ja komm, greif an. Spast. Idiot. Jesus, da sollte niemals, wenn er aufs Wasser läuft, niemals seine Schlüssel fallen lassen, weil sonst ist er gearscht. Ich hätte die Seele echt mal. Oh mein Gott! Stärke um 16. Alter! Was? What the fuck? Und, ach so. Oh, da hätte ich mal dran denken sollen. Obwohl, ist gar nicht mal so schlimm. Ist gar nicht mal so schlimm. Haha. Ich habe euch ausgetrickst, ihr Assis. Ja komm, du kannst dich nicht ewig hier parieren. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Junge. Ach Mann, ey. Ist da überhaupt was? Nee. Dann tschüss, ihr Assis. Nee, von denen will ich mich jetzt echt nicht killen lassen. Da habe ich keinen Bock drauf. Einfach so. Ach, falsche Fähigkeit. Skula. Das ist immer blöd, dass ich dann das nie nutzen kann. Genau, hier farme ich in der Regel immer mein Geld, weil dann rüste ich mal einen Goldring aus. Den bekommt man später noch. Da weiß ich nicht, ob man den noch bekommen kann irgendwo. Ach, und jetzt sind wir hier. Ah, der Kreis schließt sich. Jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir den Part begonnen haben. Schon fast. Dann möchte ich erstmal hier raus. Und, na gut, dann haben wir das alles einmal gesehen.
dann möchte ich gerne dann, obwohl ich gehe nochmal kurz das Stück zurück, dann möchte ich nämlich dann ab dem nächsten Part dann gerne das Stück unten rechts gehen, wo die ganze Kacke abging. Ich werde auch offscreen nochmal eine Seele mir holen, die will ich noch gerne gebrauchen könnte, möchte, tun. Die kriegen wir nämlich in den inneren Quartieren von dem, ich glaube Ringler hieß der. Denn das ist eine ziemlich mächtige Seele und die brauche ich, um etwas, um zu einem bestimmten Ort hinzukommen. Und zu diesem Ort möchte ich auch so schnell wie möglich hin. Und da kommen wir auch bald hin. Es kann auch sein, dass wir dann dort tatsächlich schon die Waffe bekommen, die ich meine, die noch stärker ist als Ascalon. Die habe ich damals im Let's Play nicht benutzt, weil ich fand, dass sie zu stark war. Aber hier ist sie, glaube ich, ziemlich gerechtfertigt. Nur im normalen Modus war die wirklich ein bisschen mega stark. Und komm, drop mal ein bisschen Fleisch. Ich will Fleisch. Jetzt habe ich irgendwie Hunger auf Lachsfilet. Aber nee, ich habe noch Nudeln im Kühlschrank. Die mache ich mir gleich erstmal wieder warm. Mit schöner Arrabbiata-Soße. Was ich sehr empfehlen kann, okay, es kommt, glaube ich, auf den Geschmack an. Nudeln mit Tomatensoße und die Tomatensoße mit Mais vermischen. Schmeckt ziemlich gut, aber muss halt Mais dafür mögen. Schmeckt richtig geil. Und am besten auch noch so ein bisschen der Jalapenos noch reinschneiden, so ein paar kleine Stücke. Wie gesagt, ich mache es halt ein bisschen länger, einfach weil es ist ja so viel passiert. Ich möchte zumindest noch zu den inneren Quartieren kommen. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 4500, okay. So, stirb. Stirbt ihr alle. Es gibt auch irgendwie so einen Speedrun-Trick, da kann man dann irgendwie so ganz oft dauerhaft schlagen. Ich glaube, das kann man auch für Ascalon benutzen. Ist irgendwie so ganz komisch irgendwie. Dann da rückt man nur wirklich so einen Pixel weiter zurück und kann halt damit dauerhaft angreifen. Aber ich verstehe nicht, wie das geht. Das ist mir zu hoch. Ich bin halt kein Speedrunner und hab's irgendwie noch nicht vor. Weiß nicht, Speedrun. Weiß ich nicht. Okay, dann können wir hier hin. Und ich würde sagen, dann farme ich dann den Ringler und dann sehen wir uns dann hier im nächsten Part wieder. Mit der Seele dann hoffentlich. Und dann macht man unten rechts weiter in dem unterirdischen Becken. Naja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.